Meermädchen sind für mich irgendwie eine Faszination gewesen seit der Kindheit. Also das haben, glaube ich, ganz viele Mädchen halt vor allem unter Wasser leben können. Also die Unterwasserwelt ist an sich einfach faszinierend. Da unten atmen können, da unten sein. Und das ist dann der Lebensraum. Also das ist so eine ganz faszinierende Vorstellung für mich. Aber also ich glaube, das Besondere an Alea ist, dass sie zuerst gar nicht weiß, dass sie ein Meermädchen ist. Das war auch was, was mich fasziniert hat. Sie denkt, sie wäre ein ganz normales Mädchen. Beziehungsweise sie denkt ja sogar, sie hätte eine Krankheit. Also sie sieht sich vor allem irgendwie auch als krankes Mädchen. Die Idee dahinter ist, dass das, was sie immer für ihre Schwäche gehalten hat, das, was sie gedacht hat, was hässlich ist, ist letztendlich ihre große Stärke. Und das, was sie auch zu was Besonderem macht. Und die Idee daran hat mich nochmal besonders fasziniert. Ach, ich wollte einfach so gerne mal eine große Saga schreiben über mehrere Bände, das war mir irgendwie ganz wichtig. Ich wollte unheimlich gerne auch mal mehrere Hauptfiguren haben. Natürlich ist Alea irgendwie die Hauptfigur, aber wir haben eine Bande an Bord, sowas hatte ich noch nie. Was ich daran unheimlich mag, ist, dass man die Figuren über mehrere Bände entwickeln kann. Dass man also Buchfiguren wirklich richtig kennenlernen kann als Leser und als Schriftsteller hat man auch Zeit, denen tatsächlich auch Erlebnisse irgendwie auf den Leib zu schreiben. Ich mag das selber gerne beim Lesen. Ich lese wahnsinnig gerne Serien und ich gucke auch im Fernsehen sehr gerne Serien, weil ich das Gefühl habe, man ist näher dran an den Figuren. Und das war mir wichtig bei Alea, dass ich da wirklich auch nicht nur sie, natürlich als irgendwie interessanteste Figur, sondern ich habe die ganze Bande. Darauf habe ich mich unheimlich gefreut. Und dann noch Unterwasserwelt und Segelschiff und die Kinder segeln da frei und ungebunden über die Meere. Das war so eine Sache, wo ich dachte, da habe ich Lust drauf. Ich glaube, Alea und Liliane sind schon irgendwie recht gegensätzlich. Also letztendlich, wenn sie aufeinandertreffen würden, ich glaube schon, dass sie sich verstehen würden. Wahrscheinlich hätten sie viel zu erzählen, weil beide magische Fähigkeiten haben. Also das wäre vielleicht ein interessantes Gespräch.